Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema JavaScript, Zahlen, numerische Werte. JavaScript kann man wie folgt ausprobieren, entweder per HTML JavaScript innerhalb eines Script-Tags oder mit einem Browser, zum Beispiel hier mit Firefox. Da klicke ich auf Menü öffnen, auf Entwicklerwerkzeuge und kann hier meine JavaScript-Umgebung starten. Oder ich drücke gleichzeitig die Tasten Shift und F4. Da wird dann die JavaScript-Umgebung gestartet und ich kann die JavaScript-Kommandos eingeben. Zum Beispiel 1 plus 2. Mit Steuerung L kann ich die Kommandos dann ausführen und das Ergebnis sehe ich in einem Kommentar. Oder ich kann auch eine JavaScript-Umgebung in einem Terminal starten. Dazu gebe ich jetzt hier ein CJS. Das ist zum Beispiel eine JavaScript-Umgebung. Es gibt noch andere JavaScript-Umgebungen, aber hier starte ich mal CJS. Und jetzt kann ich hier meine JavaScript-Kommandos eingeben. Im Inneren der Computerwelt gibt es nur die Daten. Im JavaScript-System nennt man die Daten Werte. Jeder Wert hat einen Typ, der die Rolle, die der Wert spielen kann, bestimmt. Es gibt sechs Arten von Werten: Zahlen, Zeichenketten, booleische Werte, Objekte, Funktionen und undefinierte Werte. Zahlen werden so geschrieben, zum Beispiel 144. Kommazahlen werden mit einem Punkt geschrieben, zum Beispiel 1,2. Für große und sehr kleine Zahlen kann man die wissenschaftliche Schreibweise verwenden, indem sie ein E gefolgt von den Exponenten an die Zahl hängen, zum Beispiel 2,9987. Das ergibt 299.800.000. Arithmetische Operationen wie Addition oder Multiplikation nehmen zwei Zahlenwerte und produzieren einen neuen Zahlenwert, zum Beispiel 100 plus 4 oder 100 plus 4 mal 2. Die Symbole Plus und Mal Sternchen werden Operatoren genannt. Plus steht für Addition und Mal Sternchen für Multiplikation. Punktrechnung kommt vor Strichrechnung, wie man das am Ergebnis sieht. Durch das Hinzufügen von Klammern kann man dies aber ändern. Zum Beispiel 100 plus 4 in Klammern, Klammer auf, Klammer zu und mal 2. Für Subtraktion gibt es den Operator Minus und für Division den Operator Schrägstrich. So zum Beispiel 4 minus 2 oder 9 durch 3. Multiplikation und Division haben eine höhere Priorität als Addition und Subtraktion. Mit Prozentzeichen wird der Rest einer Division errechnet. Zum Beispiel 10 Prozentzeichen 3 ist gleich Rest 1. Rest hat die gleiche Priorität wie Multiplikation und Division. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!